Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge zeige ich euch einen EQ-Trick, der weitläufig als Pultec EQ-Trick bekannt ist. Und mit diesem bearbeitet man meist Kickdrums und manchmal auch Bässe. Wie das genau funktioniert und wie man das anwendet, das zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, dieser Pultec EQ-Trick, eine kleine Historie. Der Pultec war ein EQ, ein passiver EQ, der in einem EQ quasi Bänder anheben oder absenken konnte. So ganz, ganz grob von der Firma Pulse Technics, so um 1955. Und der hatte zwei Knöpfe, einen zum Boosten und der andere hieß Attenuate, also Absenken. Und es stand im Handbuch geschrieben, dass man bitte nicht gleichzeitig boosten und gleichzeitig attenuaten, also absenken sollte. Und wie das so ist, es gibt Regeln und Regeln werden gebrochen. Und dieser sogenannte Pultec-Trick wird ganz, ganz häufig angenommen, weil er zum Beispiel einer Kickdrum einen sehr schönen Sound verleihen kann. Und ich bin da einfach mal hingegangen und habe jetzt einfach mal die E-Kick, die Standard-E-Kick von Bitwig geladen und die klingt ja so. Im Normalfall. Und dann habe ich mir einen EQ Plus genommen und habe mir einen Preset gebastelt. Das Preset, das stelle ich auch noch zur Verfügung im Discord-Kanal und später dann auf der Webseite. Für die Webseite muss ich noch gucken, wie ich das genau machen muss. Aber im Discord-Kanal haben wir einen eigenen Preset-Kanal. Da könnt ihr das Ding runterladen, wenn ihr wollt. Und zwar bin ich hingegangen und habe mir hier zwei Bell-Kurven hingebaut. Sieht man hier auch schön. So, warum da jetzt drei sind? Zweite, das ist ja eine lustige Geschichte. Der erste sind die 30 und der dritte gehört da eigentlich nicht hin. Das muss ich nochmal verändern. So, gut. Also, ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, ich definiere mir ungefähr einen Bereich von knapp 20 Hertz, in dem, dass ich diese beiden Bell-Filter hinlege. Beim Original hieß es zwar, dass es dieselbe Frequenz ist, aber das wird dann bei so einem Equalizer schwierig. Und hier bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich habe hier bei dem EQ Plus einen Boost- oder Attenuate-Bereich bis zu 30 Dezibel. Das heißt, ich kann 30 Dezibel hoch und 30 Dezibel runter, theoretisch, je nach Kurve hier. So, das heißt, ich habe ja erstmal so den Boost- und Attenuate-Schalter quasi in einem erstmal, damit die gleichzeitig hoch und runter gehen. Die hat man auch immer gleich gedreht. Deshalb liegen die hier auf einem einzigen Schalter. Man muss nicht zwei Schalter benutzen. Und dann habe ich das Ganze noch mit einem weiteren Schalter versehen, so dass ich diese EQ-Kurve einfach mal auch nach oben schieben kann. Nach unten macht es nicht wirklich Sinn, weil da sind wir schon bei 30 Hertz. Drunter braucht man eher nicht, falls doch, kann man es ja hier noch einstellen. So, das heißt, ich kann das Ding hier rumschieben bis, wo sind wir hier, bis 170 Hertz, was man im Normalfall nicht braucht, aber ich dachte, ich mache jetzt einfach hier so einen relativ großen Bereich. So, und was man dann noch machen kann, ist die höhere Frequency, also den zweiten Punkt hier, den kann man jetzt noch verstärken oder eher abschwächen. Im Original war der zweite Punkt eher so ein bisschen abgeschwächt. Das heißt, die Boost-Frequenz war höher als die Absenkfrequenz, diese Attenuate-Frequenz. Und dann habe ich noch der Vollständigkeit halber, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber das ist viel zu weit auseinander, kann man die beiden Punkte nochmal mehr zusammenbringen. Dann gehen zwar die Kurven wieder ein bisschen auseinander, man muss mehr boosten, aber so kriegt man dann doch eine extreme Kurve hin oder man schiebt das noch weiter auseinander.
Aber so diese Standardeinstellungen, die ich hier habe, so diese circa 20 Hertz, die sind mit meinen Tests eigentlich recht gut verlaufen. So, und wenn ich jetzt einfach mal hingehe, so alles mal wieder auf Null stelle und einfach mal die Kickdrum laufen lasse. Und jetzt booste ich einfach mal diesen Trick da rein. Mal anfangen. Ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel zu hören. Und jetzt kommt der Frequenzshifter mit ins Spiel. Und hier kann ich ihn jetzt in einen schönen Bereich schieben, wo er auch eine schöne Resonanz erzeugt. Natürlich noch weiter schieben. Geht da aus meiner Sicht wieder so komplett raus. Und je nach Sound, den ich anstrebe, auch für meinen Track, kann ich mir das Richtige raussuchen. Kann natürlich weniger boosten. Oder hier ein bisschen weniger Attenuation rein, also Absenkung rausnehmen quasi, dass ich mehr Anhebung habe. Und somit kriegt die Kick so ein bisschen einen wärmeren Klang dabei. So, machen wir das hier wieder raus. Ich könnte das jetzt auch weiter auseinanderziehen. Und sowas machen. Muss man natürlich auch hier hinten aufpassen mit dem Signal hier, das dürfte schon gut am Anschlag sein, also nie den Peak Limiter vergessen. Aber ich denke mal, das zeigt euch, wie man relativ einfach die Kick so ein bisschen runder, schöner, wärmer, vielleicht sogar auch ein bisschen fetter machen kann. Und bei den Bässen geht das auch so ein bisschen. Ich habe hier einfach einen Polysynth, ein bisschen was zusammengebastelt. Und wenn ich jetzt den Pull-O-Tech EQ da reinnehme, machen wir den hier vielleicht auch mal groß. Und dann sieht man schön, dass man da noch so ein bisschen Wärme reinkriegen kann, so ein bisschen mehr Volumen in den gesamten Sound. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber das kann eine ganze Menge ausmachen, wenn man gerade mal so bedenkt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die ja stundenlang die Kickdrum tunen und machen und tun. Und da sollten dann noch die Minute drin sein, da vielleicht noch so eine schöne EQ-Kurve drüber zu legen, dass die Kick dann auch wirklich zum Schluss glänzt. Okay, das war schon an der Stelle. Wie gesagt, das Preset stelle ich euch über Discord zur Verfügung und später dann auch, wenn ich eine schöne Lösung gefunden habe, wie ich die Presets auf der Webseite unterbringen kann, packe ich die da auch noch hin. Dann könnt ihr sie einfach so runterladen, ohne irgendwie mit einem Discord-Konto. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, ein Abo, eine Glocke und lasst mir ein paar Kommentare da. Da freue ich mich eh immer so ein bisschen. Vielleicht kennt ihr ja noch ein paar mehr schöne Tricks, die man benutzen kann und die jeder eigentlich mal so ein bisschen wissen sollte, ohne dass man da gleich ein Studium für machen muss. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wiedersehe. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.